Ja, moin! Und willkommen zurück zu Yo-Kai Watch. Beim letzten Mal hatten wir den Ultra-Cringe beim Ultra-Verstecken und ja, wobei, so cringe war es eigentlich gar nicht. Es war relativ machbar, wir hatten eine ziemlich humane Zeitvorgabe von 10 Minuten und mussten eigentlich nur 20 Leute finden. Also so cringe und schwer war es eigentlich gar nicht. Ich habe ein bisschen übertrieben, das tut mir leid. So, wir haben hier in der Schule Lenzhausen noch die ein oder anderen Quests und ich würde sagen, dem Erstklässler hier, dem klauen wir erstmal das Pausenbrot. Also gib her. Hey, schönes Pausenbrot. Es wäre nur eine Schande, wenn ich es essen würde. Oh Mann, ich stecke echt in Schwierigkeiten. Es sind Sommerferien. Was macht dieser Junge in der Schule? Hey, gut, dass du hier bist. Ich habe ein Problem. Ein Hühnerproblem. Okay, das klingt strange. Wirklich? Du hilfst mir? Super! Ich soll während der Sommerferien auf die Preishühner der Schule aufpassen. Aber als ich heute hier ankam, waren sie alle, na du weißt schon, entflogen. Ich muss vergessen haben abzuschließen. Das darf niemand erfahren. Hilfe! Wenn ihnen was zustößt, komme ich auf den Grill, oder? Sie kommen drauf! Pass auf, dass hier niemand Hühner grillt. Ich brauche alle 5 heil wieder. Ich verstehe, sie müssen also hier in der Schule sein. Sehen wir uns mal um. Okay, das ist schon so eine leichte The Legend of Zelda Ocarina of Time Quest. Finde die Hühner, bevor sie gegrillt werden. Ja, moin! Okay, die Frage ist, wo finde ich das Huhn? Wird es als blaue Person oder als blauer Kreis auf der Karte angezeigt oder so als lila Kreis? Ich weiß es nicht, aber boah, auch hier in der Schule so viele Quests. Ach du heilige Scheiße. Ich würde sagen, wir gucken uns hier erstmal so ein bisschen um. Vielleicht finden wir es ja sogar auf Anhieb. Wäre jedenfalls ziemlich cool. Ach, nee, es wird als Quest markiert. Das ist auch interessant. Wir haben einen Huhn gefangen. Noch für übrig. Okay, also ich schätze mal irgendwie, auf jeder Etage wird eins sein und in jedem Gebäude wird eins sein. Und es gibt ja mehrere Distrikte hier in der Schule. Mehrere Bereiche und ich denke mal nicht, dass die Entwickler irgendwie in einen Raum 5 Hühner reingepackt haben. Ich denke mal, man findet hier auf jeder Etage mindestens eins. Und ich glaube, hier ist das nächste. Richtig. Ja, ja. So, wir haben noch eins gefunden. Was geht? Also ich schließe mal aus diesem Dialog, dass der Erstklässler ein Veganer ist. Und das halte ich ja an sich nicht für eine schlechte Sache. Kann ich sogar teilen. Ich als... Ja gut, er könnte auch Vegetarier sein. Genauso wie ich. Ja, moin. Ja, red uns, Kai. Du bist Vegetarier oder was? Ja, ich bin Vegetarier. Also moin. Aber ich will jetzt nicht, dass ihr mich damit verbindet oder identifiziert. Oder nicht, dass ihr denkt, ich bin so dieser Vorzeige-Vegetarier. Also ihr könnt essen, was ihr wollt. Und wenn ihr nicht Vegetarier seid, ist es absolut okay. Nur ich bin aus Überzeugung Vegetarier. So. Hätten wir das geklärt. Gut, jetzt haben wir schon 3 Stück gefunden und ich denke auch mal, auf dieser Etage wird auch keines mehr sein. Nein. Aber vielleicht ja im nächsten Bereich. Ich weiß zwar nicht, wie wir da hinkommen, aber wird schon irgendwie auffindbar sein. Sage ich jetzt mal so. Vielleicht irgendwie durch diesen Weg. Ich glaube, hier waren wir schon. Ich würde ja ganz gerne hier die Karte vergrößern und verkleinern, aber irgendwie geht das nicht. So, wo komme ich denn wieder hier raus? Zum Haupteingang? Richtig, okay. Gab es hier nicht irgendwo auch mehrere Trakte oder Distrikte? Ich weiß es nicht. Also ich habe es im Gefühl oder ich habe in Erinnerung gehabt, dass es so ist. Vielleicht hier, wenn wir jetzt diesen Weg gehen, da dürften wir in einen anderen Bereich kommen. In einen anderen Distrikt und ich glaube... Wobei, sind wir hier? Warte mal. Hier waren wir doch auch schon. Dann müssen wir vielleicht hier runter. Also ich blicke diese Schule schon seit mehreren Spielstunden nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hier haben wir doch schon einen Huhn. Und das hinter einem Wahlporträt. Was schließen wir daraus? Ich glaube, das Huhn möchte unbedingt ein Wal sein. Jawohl. Macht Sinn. Oh, hier muss man Rang A sein, um durchzukommen. Ja, moin. Ich denke aber nicht, dass das Huhn irgendwie dahinter ist, deswegen gehen wir mal weiter. So, jetzt noch eins und ich glaube, das ist vielleicht sogar auf dem Dach. Das Dach ist direkt hier. Also ich wette mit euch, das Huhn ist auf dem Dach. Passt auf. Nein, es ist nicht hier. Okay, das ist komisch.
Ja, aber wo ist es denn dann? Nan. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt voll damit gerechnet, dass es hier ist. Weil wo soll es denn sonst sein? Hier würde es höchstwahrscheinlich nicht sein. Schätze ich jetzt mal, weil ich sehe hier auch gar nichts. Und außerdem haben wir auch schon hier einen Huhn gefunden. Oder ist es vielleicht dann doch irgendwie hinter dem A-Bereich? Und man kann diese Quest nur abschließen, wenn man irgendwie Rang A oder höher hat. Wäre denkbar, aber wäre auch ordentlich scheiße. Ja, hier waren wir ja, wie gesagt, schon. Also würde ich mal vorschlagen, wir gehen mal wieder runter. Weil vielleicht ist ja hier noch ein Huhn. Ja, ein Huhn, ein Hühnchen. Cool. Das Ding ist ja auch, wenn man hier quasi vor den Klassenräumen steht, du siehst halt nicht, was direkt hier oben ist. Es kann natürlich auch sein, dass irgendwie so ein Huhn oben rechts in der Ecke chillt und das siehst du halt nicht, weil du halt noch nicht die Tür aufgemacht hast. Aber ich will jetzt ehrlich gesagt nicht in jedem Raum die Tür aufmachen, um zu gucken, ob ganz hinten in der Ecke vielleicht ein Huhn ist. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel Aufwand des Guten. Aber komischerweise ist hier echt nichts. Vielleicht waren wir aber noch nicht hier. Wobei, hier müssten wir auch schon gewesen sein. Ja. Wir drehen uns gerade relativ im Kreis. Oder vielleicht müssen wir echt ganz weit runter oder doch zum A-Abteil. Fände ich jetzt zwar ein bisschen scheiße. Aber auch hier sind wir jetzt schon ein zweites Mal durchgelaufen, ein drittes Mal durchgelaufen. Ich gehe mal hier rein und gucke. Hier ist nichts. Also, in Gedanken habe ich jetzt 4 gezählt. Also, das war jetzt nicht das 5., das wir hier gefunden haben. Oder hier unten. Wobei, haben wir hier schon geschaut? Nee, ich glaube... Ich weiß es nicht. Ich glaube, hier waren wir dann doch schon. Ah. Ich habe immer gerade alles im Blickfeld. Ich würde echt lachen, wenn wirklich jetzt irgendwo in der Ecke so ein Huhn abhängt. Und mit abhängt meine ich nicht, dass der Kopf irgendwie abgeschlagen wurde. Also das hoffe ich jetzt mal nicht. Also, als ob jetzt echt hier noch das Huhn ist. Nee, hier ist nichts. Ja, wo soll es denn sonst sein? Also, es ist ja im Schulgebäude drin. Es kann ja nicht draußen sein. Das hätte man uns ja gesagt. Das ist gerade so mega verwirrend, ne? Das ist hammerhart. Und was ist hier? Aber hier waren wir doch auch schon. Ey, es tut mir wirklich leid, aber ich habe gerade echt einen Knick in der Optik. Ich blick's gerade nicht. Oder ist dahinter nochmal irgendwie eine Treppe? Nee, da hinten ist nichts. Das ist nur diese Abstellkammer. Das sah für mich halt so ganz kurz so aus, als würde da noch irgendwie ein Weg sein. Da müssen wir das Erdgeschoss nochmal ein bisschen auseinandernehmen. Weil vielleicht ist ja hier noch ein Huhn. Da kann uns der Schüler vielleicht helfen. Es bleibt noch eins. Ja. Such doch selber, du Sau! Vielleicht chillt gerade hier wie so ein Huhn in der... Keine Ahnung, in der Klasse und schreibt gerade irgendwelche Matheformeln von der Tafel ab. Es kann sehr gut sein. Oder es ist gerade vom Lehrerpult und sagt sich... Kack! Gib mir Körner! LOL! Schwein! Das sollten alle Hühner sein. Das Hühnerkind wartet bestimmt auf uns. Komm, wir sagen's ihm. Alles klar, dann gehen wir mal kurz zum Vorzeige-Veganer und sagen, ey, pass mal ein bisschen mehr auf deine Homeboys auf, du Sau. Oh Mann, du hast alle gefunden, du hast was gut bei mir. Wenn die Lehrer das mitbekommen hätten, wären sie so böse auf mich. Ich vergesse nie wieder abzuschließen. Das bleibt unter uns. Ja! Ich hoffe, die Hühner sind nicht zu aufgebracht. Bloß keine Hühnerrevolution. Alles scheint gut zu sein. Ich bin mit der ganzen Hühnersituation im Reinen. Ganz kurz mal, einen Moment. Ah,
muss da das Mikrofon ein bisschen höher stellen. Und jetzt sollte alles sasig sein. Ui. Ja gut, also dafür, dass wir da... Okay, aber wir bekommen Hühnerkeulen zur Belohnung. Ja, das ist ja schön. Das ist doch mal eine ordentliche Belohnung hier. Aber okay. Ja, das war es jetzt am Ende des Tages nicht wert, aber gut. So, wir haben hier bestimmt noch irgendwo eine Quest, oder? Beim Hausmeister müsste das gewesen sein, ja. Oh, diese Witzbold, ich glaube es einfach nicht. Was ist das? Er scheint Ärger zu haben. Sehen wir mal nach, was los ist. Stimmt was nicht? Einige Schüler spielen in der Schule Streiche, was mich wahnsinnig macht. Sie haben eine Menge Sachen an Orte gelegt, wo sie nicht hingehören. Ich versuche, alles wieder an seinen Platz zu bringen. Kannst du mir helfen? Ja, doch. Danke, ich bin dir sehr verbunden. Kannst du dich einfach mal in allen Klassenzimmern umsehen? Du wirst wahrscheinlich Sachen finden, die woanders hingehören. Wenn du was findest, das Fehlerplatz ist, dann bring es einfach hierher. Das Personal hat mir gesagt, in welchen Räumen die Streiche gespielt wurden. Also, Büro des Rektors, Musikraum, Biologieraum und... Ach, mehr weiß ich einfach nicht. Ich bin dumm, ja? Kann man auch ganz einfach so stehen lassen, würde ich sagen, ja? Naja. Insgesamt sind 5 Räume betroffen. Bitte finde sie. Wir müssen Sachen an Orten finden, wo sie nicht hingehören. Also fangen wir am besten nebenan im Büro des Rektors mit der Suche an. Okay. So, ich denke mal... Büro des Rektors, Musikraum, Biologieraum, Bibliothek und vielleicht sogar noch... Das... Ja gut, Musikraum hatten wir schon. Aber es gibt auch noch, glaube ich, diesen Informatikraum, oder? Wir schauen uns mal um. Also es gibt auf jeden Fall hier in der Schule 5 Orte, die man auf die Stelle finden kann. So, hier ist das erste. Hallo? Ach nee, es ist nur die Tür. Die Tür gehört hier gar nicht hin. Nin. Hier ist doch was. Das Komponistenporträt. Oh, dieses Komponistenporträt gehört doch nicht ins Büro des Rektors. Jemand muss es aus dem Musikraum genommen haben. Ein fieser Streich. Immer diese Streiche, bestimmt von Andy. Typisch Andy, die Sau. Immer mit seinen Streichen hier rumspielen. Der bekommt gleich was auf die Glocke. So, das ist, glaube ich, der Biologieraum. Und hier ist auch schon sofort was. Das Foto des Rektors. Ja, solange es kein Nacktbild ist, ist das okay, lol. Das ist ein Foto von einem ehemaligen Rektor? Es ist ziemlich alt. Das gehört ganz klar ins Büro des Rektors und nicht hierher. Dieser alte Rektor ist sicher traurig, sein Foto in einem Streich zu sehen. Ja, das wird wahrscheinlich sehr, sehr jucken, ja. Höchstwahrscheinlich. So, hier direkt nebenan müsste der Musikraum sein, glaube ich. Oder nee, es ist... ein Raum, der bisher nichts beinhält, okay. Aber ist hier nicht vielleicht noch was Wichtiges dabei? So prinzipiell sehe ich hier gerade nichts. Ja, moin! Aber ich weiß, es gibt auf jeden Fall hier ganz rechts ein besonderes Zimmer. Und zwar, das ist der Biologieraum. So, was haben wir hier direkt hier? Da ist noch was gewesen. Na? Ach ja, Kubinski. Was geht ab, Boots? Der Yokai-Führer. Okay. Ist das ein Yokai-Führer? Ich kann nicht fassen, dass die Schule sowas hat. Ob ich da drin bin? Nee, nicht drin. Aber das ist okay. Kratz mich gar nicht. Jedenfalls sollte er nicht hier sein. Er muss aus der Bibliothek sein. Und die Bibliothek ist direkt über uns. Aber bevor wir da hingehen... Vielleicht ist ja hier noch was. Ich sehe hier gerade aber nichts, deswegen... Wir gehen nochmal eine Etage höher und sollten dann schnell zur Bibliothek kommen. Und das müsste, glaube ich, schon Nummer 3 sein, oder? Also das, was wir gerade gefunden haben, war Nummer 3. Foto Nummer 3. Oder, ich sage jetzt mal... Fund Nummer 3. Und hier sollten wir das vierte finden. Aha, das Thermometer. In einem Sack. Oder ist das Thermometer der Sack? Was ist das zwischen den Büchern? Ein Thermometer? Werden Bücher krank? Dieses Buch scheint 22 Grad zu haben. Ganz schön niedrig. Alter, die haben extrem... Also ich glaube, die haben eine Klimaanlage hier.
Warte, ah, das ist einer der Streiche. Das muss aus dem Krankenzimmer kommen. Das Krankenzimmer, aber gut, da waren wir auch schon gewesen. Jetzt fehlt noch ein einziges... Ja, noch ein einziger Raum fehlt uns jetzt. Vielleicht der Musikraum. Ja, hier waren wir noch gar nicht drin. Also es gibt halt 5 extrem prägnante Räume in dieser Schule. Und wir haben sie alle gefunden. Also easy going. Ja. Was macht denn dieses Frosch, diese Froschzeichnung hier? Das ist alles falsch. Ein Frosch im Musikraum. Soll das heißen, die Kinder singen wie Frösche? Naja, jedenfalls ist es ein Sezierschaubild. Das gehört in den Biologieraum. Ja. Sieht aus, als hätten wir alle Streiche entdeckt. Lass uns zurück zum Hausmeister gehen. Alles klar. Und nachdem wir das gemacht haben, werden wir zum Abschluss des Parts erstmal wieder zum Yokai-Marten gehen. Freut euch das? Ja, cool, Yokai-Marten. Ja. Haben sie es doch gewusst? Mhm. Ja, und damit hätten wir wieder 2 Quests geschafft. Ich meine, gut, die haben sich auch ein bisschen gezogen, ne? Die Frage ist auch, gibt es hier noch weitere Quests? Aber ich habe jetzt gerade hier gar keine mehr gesehen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das sollten alle Schulquests gewesen sein. Falls ich falsch liegen sollte, dann schreibt es mir in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid. Oh, du hast sie gefunden, was? Überreichte Ruhe. War es schwer? Danke für deine Mühe und das in deinen Sommerferien. Ich bringe die Dinge wieder dorthin, wo sie hingehören. Danke fürs Finden. Ich werde deinen Lehrern auch auf jeden Fall sagen, wie hilfsbereit du warst. Das ist toll. Dann werden deine Lehrer wirklich große Stücke auf dich halten. Gutes zu tun ist gut. Machen wir weiter so. Ja, also ich hoffe, das spiegelt sich auch in den Kopfnoten wieder. Ansonsten gibt es eine Kopfnuss von mir. Okay. Ich bin gerade ein bisschen irritiert von meinem Mikrofonständer. Weil ich habe eben so ein bisschen im Stream mit Labo gebaut. Und ich weiß halt nicht, ob das Mikrofon jetzt richtig steht und... Ich bin da so ein bisschen perfektionistisch. Sag mal, wir kriegen auch nur diese Szene, kann das sein? Das ist echt zum Kotzen. Och. Naja, gut. So, auf zum Waldberg. Und dann geht's zum Yokai-Marten. Und vielleicht werde ich sogar einen Kommentar kurz hier rezitieren, der zu mir gesagt hat oder in dem stand, dass, also jemand hatte das Gefühl gehabt, dass die Yokai-Marten-Drops in der normalen Zeit im Vergleich zu der, ich sag jetzt mal, Kirschblütenfestzeit andere waren. Das heißt, er hatte das Gefühl, mit ein und denselben Münzen in den verschiedenen, in den Spots, die es hier vom Waldberg gibt, dass das der Kirschblüten-Spot und der normale Spot, in dem wir uns gerade befinden, dass aus diesen beiden Spots unterschiedliche Yokai-Marten-Drops passiert sind. Und das probieren wir mal aus und testen wir mal aus. Wir werden jetzt ein paar Spezialmünzen reinlegen. Ich denke mal, so 2 sollten reichen und 2 dürften beweisen, ob der Drop wirklich in den verschiedenen Spots Unterschiede aufweist oder nicht. Deswegen, wir packen mal hier eine Münze rein und was kommt hier raus? Ein S-Rang. Und zwar... Eternia, du Sau! Geil! Ja, moin! Die wird locker für einen S-Rang wichtig sein. Also für einen Legendärer, natürlich, klar. Lul. Wir benennen sie gleich. Wir werden halt jetzt nur... Das ist nur so ein Proberun. Wir gucken gleich mal... Das ist einfach nur heftig, ey. Wir werden einfach Gilgaros bald bekommen, ohne was dafür getan zu haben, ey. Ha, schön. Naja, moin. So, dann noch einer. Also wir merken uns auf jeden Fall Eternia. Und wer kommt jetzt da raus? Okay, das ist, glaube ich, kein S-Rang mehr. Schade aber auch. Ja, Pristina, meine Freundin. Moin. Gut, also wir merken uns Eternia und Frostina, eine hohe Frauenquote. Sehr interessant. So, was wir jetzt machen, werden wir ganz kurz, wir werden ganz kurz aus dem Spiel rausgehen. Daraufhin nochmal ins Spiel rein,
ändere das Setting um ins Kirschblütenfest-Setting. Wenn es überhaupt das Kirschblütenfest-Setting ist, ich weiß es nicht. Also, es ist auf jeden Fall diese abendliche Feststimmung, die wir jetzt gleich sehen werden. So. Ob das jetzt das Kirschblütenfest ist, das kann jeder für sich selber entscheiden. Aber auch zum Heiligen Baum. Oh, und wir kommen während dieses Festes nicht in die Yokai-World rein. Ja, das macht Sinn. So. Wenn jetzt nämlich ein anderer Drop rauskommt, wäre mir das extrem neu, aber es scheint nicht so zu sein. Ne. Die Drops werden wohl die gleichen sein. Also jemand in den Kommentaren hat halt gesagt, ja, ich habe das Gefühl, die Drops sind in den verschiedenen oder in den unterschiedlichen Events andere. Ja. Aber dann ist es halt nicht so. Und ich hätte jetzt schon irgendwie benennen können, aber ja, scheiß drauf, wir machen nochmal einen Versuch. Ich meine, vielleicht ist es nur Zufall gewesen, aber wenn jetzt Frostina rauskommt, können wir uns sicher sein, dass es gar keinen Unterschied macht, ob man jetzt während des Festes zum Yokai-Marten geht oder ob man während des Festes einfach in der normalen Umgebung bleibt. Und es ist gleich so. Also, auch wenn du das Gefühl hattest, lieber Kommentarschreiber, dessen Namen ich gerade nicht weiß, du siehst, es ist nicht so. Okay? Gut. Also, moin. Gut, dann werde ich jetzt ja, noch ein letztes Mal zum Yokai-Marten gehen. Wir werden heute zwei Drops tätigen. Im nächsten Part kommt noch ein Drop. Damit wir uns das ein bisschen aufteilen. Ne? Man muss sich ja auch ein bisschen hier gönnen. Wisst ihr Bescheid. So, alles klar. Ja, wir sind mit der Schule scheinbar fertig. Das wird heißen, im nächsten Part dann werden wir mit den Quests in Lenzhausen Neudorf weitermachen. Und vielleicht werden wir sie sogar beenden. Man weiß es nicht. Wir müssen erstmal gucken, so, ob auch Quests bei Nacht erscheinen, die wir halt am Tag nicht zu sehen bekommen. Deswegen, wir schauen mal. So, ich kenne mich mit Eternia nicht aus. Wisst ihr, ob die gut ist? Kann man die auf jeden Fall nutzen? Oder ist sie, ich sag mal, umbringen? Ich denke, sie müsste gruseliger sein, oder? So, aber was jetzt auch gruselig ist, ich finde meinen Touchpen nicht mehr. Ach, da ist er ja. Ja, moin. Also, der geht an den guten Taro. Oder dieser Yokai. Und Frostina, da habe ich mir jetzt noch keinen rausgesucht. Das mache ich jetzt mal eben ganz schnell. Und zwar jemand, der mir auch Tipps geschrieben hat. Und zwar einen Moment. So. Der gute Tim nämlich. Er hat mir geschrieben, Kai, du kannst noch andere Versteckspielquests annehmen. Du musst doch vorher noch Quests von den Personen machen, um sie frei zu spielen. Die Spots sind im Blütenbühl, die Bäder, im Krämerviertel bei Waldesruh, Wohnsiedlung. Ich hasse diese Wohnsiedlung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann die gar nicht mehr leiden. Außer wir kommen durch diese Wohnsiedlung in ein bestimmtes Gebiet. Dann vielleicht. Aber gut. So. Jedenfalls danke, Tim, für deinen Tipp. Und, ja. Geile Sau. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr auf diesem Kanal neu sein solltet und ihr wollt mehr von Yokai Watch sehen, dann abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst.